von seiner köstlich gleichmäßigen Kunstpflege in Musik und Wort sind herrliche Ströme durch die Welt geflossen. Und auch England und Amerika haben davon getrunken. Ein Satz wie eine Beschwörung aus der Feder eines Schriftstellers, der an die Unzerstörbarkeit von Dresden glaubt, Gerhard Hauptmann. Niemand würde es je wagen, diese einmalige Stadt zu zerstören. So denken die meisten Dresdner, so denken Millionen Menschen in aller Welt bis 1945. Welch ein Irrtum. Gerhard Hauptmann fasst das Unbegreifliche in die traurigen Worte: Wer das Weinen verlernt hat, der lernt es wieder. Beim Untergang von Dresden. Das war, nachdem unser Haus zusammenfiel und die Steine bis an unsere Füße fielen. Da hat meine Mutter so aufgeschrien und hat gesagt, jetzt ist unser Haus eingefallen. Wann wird die Frauenkirche einfallen? Und wir haben immer zu der Frauenkirche geschaut, voller Angst und voller Bang. Denn die brannte ja von oben und unten, überall schlugen die Flammen raus. Und wir hatten wahnsinnige Angst, dass die Frauenkirche zusammenfallen könnte. Aber am anderen Tag, am 15., also zwei Tage später, brach sie dann zusammen. Und wir haben bitterlich geweint, denn dieser dumpfe Knall war ja Vormittag überall hörbar. Eine Rauchwolke in der Stadt und die Frauenkirche brach zusammen. Meine Mutter sagte, jetzt ist alles verloren. Jetzt haben wir sogar noch unsere Kirche verloren. Und das war, meine Kindheit versank in Schutt und Asche. Viele Dresdner haben Erinnerungen dieser Art. Der 13. Februar wird deshalb immer ein besonderer Tag sein. Zu Tausenden versammeln sie sich und lauschen andächtig den Glocken ihrer Stadt. Die läuten exakt in jener Stunde, in der die ersten Bomben fielen. Einmal im Jahr verwandeln die Dresdner ihre Innenstadt in ein Kerzenmeer. Sie trauern noch heute um ihre Stadt, die man einst Elbflorenz nannte. Ursula Elsner und Christa Neumerkel werden dabei sein, solange sie leben. Als Kinder haben sie in einem Haus gewohnt, im Gemeindehaus der Frauenkirche. Ihre Väter waren dort angestellt. Sie nennen die Frauenkirche ihr Kinderzimmer. Ein Zimmer auch voll schmerzlicher Erinnerungen. Die Traurigkeit über diese Kunststadt, die in einer Nacht zu Ende gegangen ist. Und für mich besonders die Frauenkirche. Weil ich nun als Kind schon in der Frauenkirche da gespielt habe und so. Wir beiden sind wahrscheinlich so die Letzten, die jetzt so eine ganz unmittelbare Beziehung zur Frauenkirche hatten, weil ja unsere Väter dort beschäftigt waren. Wir wohnten ja auch an der Frauenkirche in dem Kirchgemeindehaus. Und ich denke fast, dass diese besonderen Emotionen auch jetzt deshalb so hochkommen, wo nun die Kirche zumindest erstmal äußerlich fertig ist. Sie träumen diesen Traum seit 60 Jahren. Einmal wieder in der Frauenkirche stehen. Auch der Musiker Ludwig Güttler träumte einen Traum. Einmal wieder in der Frauenkirche spielen. Jahrzehnte konnte er es nur vor einem Modell. Dann das Jahr 1990. Wir wollen aufbauen und uns der Verantwortung stellen. Und wie lange es dauert, ist die zweite Frage. Und wir glauben, dass die heute dagegen sind, eines Tages auch sagen werden, es ist so besser. Eine Gruppe Dresdner hatte schon vor der Wende eine große Vision. Die Frauenkirche wieder aufbauen. Güttler sollte helfen, Begeisterung zu wecken. Gegen all die Stimmen, die das unvernünftig fanden, weil es Anfang der 90er wahrlich andere Probleme gab als den Wiederaufbau einer Kirche. Da war wenig Fantasie, sich unter diesem zugewachsenen Schutthaufen Fundamente einer neuen Frauenkirche vorzustellen.
Den meisten Dresdnern war dieser mahnende Trümmerberg ans Herz gewachsen. Doch jeder sah in ihm etwas anderes. DDR-Funktionäre missbrauchten ihn regelmäßig als Propagandabühne für Aufmärsche. Für die DDR-Opposition war die Dresdner Ruine einer der wenigen Orte, von denen aus sie relativ unbescholten, aber öffentlich beachtet, die Botschaften der Friedensbewegung aussenden konnten. Die Tage der deutschen Wiedervereinigung machten den Trümmerberg schließlich zu einem unübertrefflichen Symbol für die mögliche Überwindung der deutschen Teilung. Wir lassen unsere Landsleute in der DDR nicht im Stich. Die Damen Neumerkel und Elsner verbrachten zwar ihre Kindheit an und in der Frauenkirche, hatten sich seit dem Krieg aber nicht mehr gesehen. Als Zeitzeugen fanden sie sich wieder. In den Medien. Die wenigen Fotos, die nicht verbrannten, schmerzen umso mehr. Und hier hat sie noch einmal dieses Trauerspiel. Und da könnte man jetzt sagen, es gibt ein Leid, das keine Worte findet, und einen Schmerz, den selbst die Zeit nicht heilt. Und das ist wirklich traurig. 1993 beginnt die Enttrümmerung des Berges. Ob es zu einem Wiederaufbau kommen kann, weiß keiner. Schon gar nicht, wie der finanziert werden soll. Das unverdrossene Bauen an der Ruine zeigt allerdings Wirkung. Viele Menschen beginnen, Geld zu spenden. Es geht irgendwie immer weiter. Unter Tonnen von Trümmern finden sie auch Schätze. Alte Filmrollen zum Beispiel. Völlig unerwartet sogar das alte Kuppelkreuz, ein bewegender Moment. Es war herabgestürzt aus über 90 Metern Höhe. Es ist demoliert, aber nicht, wie alle glaubten, zerstört. Die Medien werden aufmerksam. Auch international findet das Projekt Freunde. Aus England kommt ein besonderes Zeichen. Uns ist die Idee gekommen, dass ein großes Kreuz auf der Kuppel dieser Kirche steht. Und vielleicht könnte ein englischer Metallschmied, ein englischer Künstler, nach den damaligen Plänen, soll es ja genau sein, wie es damals war, dieses Kreuz herstellen. Und wir würden es dann auch bezahlen. Das wird keine kleine Summe sein. Mitten in London eine unscheinbare kleine Kunstschmiede. Das Schicksal geht verschlungene Wege. Keiner kann heute mehr sagen, wieso gerade Alan Smith der Schmied für das neue Kreuz der Frauenkirche sein sollte. Als das Los auf ihn fällt, stellt sich heraus, einer jener Bomberpiloten, die Dresden mitzerstörten, war sein Vater. After the war, my father really never really spoke much about these wartime activities. Nach dem Krieg sprach mein Vater wirklich nicht oft über diese schreckliche Zeit und was er da alles so mitgemacht hat. Aber eine Geschichte, die er uns immer wieder erzählt hat, war die vom Horror der Zerstörung Dresdens. Total devastation from the size of the flames. Gleich nach dem Krieg, als er aus Deutschland wiederkam, hat er uns immer von dieser Flammenhölle erzählt, die man 200 Meilen weit sah, und von der totalen Zerstörung. Danach war er ein gebrochener Mann. Ich glaube, er war keineswegs stolz darauf, was da passiert war und was er da mitgemacht hat. Der Sohn des Bomberpiloten Smith schmiedete das Kuppelkreuz für die Frauenkirche. Und dieser Mann sammelte das Geld dafür. Sein Name Alan Russell, Chef des Dresden Trust. Ein hartnäckiger und unermüdlicher Werber für eine Aussöhnung zwischen Briten und Deutschen jenseits offizieller Verlautbarungspolitik. Heute ist Russell eine Institution, aber anfangs war es schwierig, mit dem Aussöhnungsgedanken an die Türen seiner Landsleute zu klopfen. Doch letztlich gelang es sogar, die Queen zu gewinnen. Sie verabschiedet das Kreuz persönlich nach Deutschland. Drohten Alan Russell einmal die Kräfte zu verlassen, besuchte er in London das Denkmal für jenen General Harris, der Dresden in Schutt und Asche liegen ließ. Seither Bomber Harris genannt. An diesem Ort kam Russell auf die Idee, den Dresden Trust zu gründen. Tja, zum Anlass der Einweihung des Standbilds hier auf der anderen Seite, in Erinnerung der Flieger, der britischen Flieger, die während der Kriegszeit ums Leben gekommen sind,
hatten wir gedacht, dass wir sollen auch was für die Zivilisten, die überall in Europa, in Deutschland, Frankreich, auch hier in London, ich war hier als Kind in London, ums Leben gekommen sind, machen. Und wir hatten die Idee, dass wir sollen was in Dresden tun, weil in Dresden, das war vielleicht von aller Beispiele hier in Europa einer der schlechten. Dieses schlechte Beispiel wurde Dresden zum Verhängnis. Bis heute weiß man nicht genau, wie Schnee ums Leben kam. Die Historik auf die Zahl 35.000 geeinigt. Flüchtlinge, Alte, Frauen, Kinder. Sinnbild für Dresdens Untergang wurde die Frauenkirche. In Zeitzeugen wie Frau Elsner und Frau Neumerkel lebt das Grauen bis heute fort. In die Freude über ihre neue Frauenkirche mischt sich deshalb immer auch der Schrecken jener Tage im Februar. Da kommen einem dann manchmal doch so das Wasser hoch, die Tränen ein bisschen. Ne? Aber das ist auch nicht nur Trauer, das ist auch eine Art Freudentränen und eine gewisse, naja, Traurigkeit, dass das unsere Eltern nicht mehr erleben konnten. Ich bin auch jedes Mal hier am 13. Februar. Jedes Mal. Im Altmarkt oder meistens ja an der Frauenkirche. Die Kerzen anstecken und so. Aber erst war es ja eine Ruine. Da war ja nicht das, was wir jetzt haben. Jetzt haben wir ja wieder eine schöne Frauenkirche, eine schöne Madame. Die Dresdner lieben ihre dicke Madame inniglich und treu, seit 1743. Sie lieben sie als protestantisches Gotteshaus, weil es dem katholischen Königshaus Toleranz abforderte. Sie sind stolz auf sie, weil sie allen kriegerischen Geschossen stets standhielt. Sie hören gern, dass Napoleon sie den alten Trotzkopf nannte. Gebaut wurde die steinerne Glocke einst von George Bär, seines Zeichens Ratszimmermeister. Ein Genie seiner Zeit, das allerdings finanziell und physisch ruiniert, die fertige Frauenkirche nicht mehr erlebte. Doch dieser Mann, er schuf den bis heute größten Kuppelbau nördlich der Alpen. Zweifellos ein besonderes Bauwerk. Es strahlte selbst noch als Trümmerberg eine unglaubliche Faszination aus. Wie ein schlafender Riese liegt er seit Kriegsende in der Stadt. Der Wiederaufbau weckt ihn 1993. Tausende Steine werden sortiert, vermessen, katalogisiert. Viele von ihnen sollen in der neuen Fassade noch einmal verwendet werden. Doch vorher müssen sie ein in der Welt einmaliges Puzzle lösen. Wo war welcher Stein? Die fertige Kirche soll mahnend die Narben ihrer Zerstörung zeigen. Etwas Vergleichbares gibt es nicht. 1994 sind die Trümmer sortiert. Der eigentliche Bau beginnt feierlich. Das Versetzen des ersten Steines, dem ersten von einer Million. Ob das ehrgeizige Projekt letztlich erfolgreich sein wird, weiß keiner. Ein Werk für Unverzagte. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Von diesem Moment an ist dies die größte Sandsteinbaustelle der Welt. Die zweite Dresdner Frauenkirche soll original widerstehen. Dies war keineswegs von Anfang an selbstverständlich. Visionen gab es unzählige. Doch die traditionsbewussten Dresdner haben sich nach langen, fantasiereichen Diskussionen entschlossen, ihre Kirche wieder so aufzubauen, wie sie zu König Augusts Zeiten war. Außen kein Problem, aber innen, wie sah die Frauenkirche 1743 innen aus? Der Maler Christoph Wetzel soll dieses Rätsel lösen. Er wird die Kuppel der fertigen Frauenkirche ausmalen. An seiner Seite der Restaurator Peter Taubert. Er wird für die Umrandungen der barocken Gemälde Wetzels sorgen. Der Dresdner Maler soll die Kuppelgemälde so wiederherstellen, wie sie vor 260 Jahren aussahen. Jedenfalls hat er diesen Anspruch. Die Fotos, die er hat, sind ihm dabei offenbar keine Hilfe. Was ist denn jetzt wirklich originale Barockfrisur? Und hier mit diesen Bändelchen, das erinnert so an deutsche Harmonie.
das gute Kind mit seinem, ja, ach nee. Das ist, oder hier, gucke doch mal. Ja, ja. Das ist Frau Geheimrat aus Dresden-Oberloschwitz. Das ist überhaupt nichts mit Barock. Also ich würde mal sagen, ich kann es so, Peter, ich kann es so, wie es ist, überhaupt nicht übernehmen. Mhm. Und wenn man sagt, was hier, guck mal, diese Frisur, das ist doch ein Traum, ja? Das ist nun wirklich Barock. Ja. Sicher, solche Zöpfe gab es auch in der Renaissance. Aber viel wichtiger ist, du kannst nicht das für bare Münze nehmen. Die beiden haben eine detektivische Arbeit vor sich. Sie wissen, wer die Bilder gemalt hat. Der Mann hieß Grone. Oder Gruni, war Theatermaler aus Venedig. Aber wie er gemalt hat, das wissen sie nicht. Wetzel ahnt, dass seine Aufgabe nicht leicht wird. Ich muss also in eine Rolle schlüpfen, die eigentlich nie meine war und vielleicht auch nicht meine ist. Ne? Und muss jetzt versuchen, mich in einen Charakter hineinzudenken, in ein Wesen, was mir zunächst erstmal rätselhaft ist, weil es so sehr wenig Dokumente gibt. Ne? Und ich muss alles vergessen, was ich überhaupt in meiner malerischen Erfahrung als Ölporträtmaler hatte und muss jetzt sehen, dass ich mit ganz wenigen Farben auskomme. Also im Grunde genommen eine gewisse Fastenzeit für einen Maler. Unermüdlich auf der Suche ist auch ein anderer Mann. Auf der Suche nach Spenden und neuen Spendern. Ludwig Küttler, der weltbekannte Musikprofessor, nutzt seine Reisen immer wieder, um Freunde für den Wiederaufbau zu gewinnen. Wenn aus diesem Trümmerberg diese Frauenkirche wieder erweckt werden kann, dann kann man manches andere Problem, was scheinbar unlösbar erscheint, doch angehen, denn das Entscheidende ist das Beginnen. Küttler bleibt seither unbeirrt an der Spitze derer, die etwas nie Dagewesenes versuchen wollen, das Dresdner Gotteshaus aus Spenden wieder aufzubauen. Keiner kann sagen, wie viel Mal und an wie vielen Orten dieser Mann in diesem Sinne für das Projekt Frauenkirche wirbt. Auch er selbst nicht. Ihm ist es nicht so wichtig. Wir haben die ständigen Spenden, die kleinen, kleinsten, mittleren Spenden unserer Mitglieder, unserer Freundin. Wir haben Menschen, die sozusagen am Ende ihres Lebens sagen, wir wollen unseren Nachlass dem Wiederaufbau der Frauenkirche vermachen. Geld ist manchmal sehr knapp, aber es gibt über all die Jahre keinen Baustopp. Mehr als nur einen Baustein liefert das ZDF der Frauenkirche als Medienpartner. Durch viele Live-Übertragungen rief der Sender den Zuschauern das Dresdner Projekt immer wieder ins Gedächtnis. Vor allem die adventlichen Klänge von der Baustelle sind ein exklusiver Blick ins Innere der Kirche. Das ZDF ruft seine Zuschauer immer wieder zu Spenden auf. Über 5 Millionen Euro gehen ein. Durch ungezählte Aktionen vieler anderer kamen weitere Millionen zusammen. Alles in allem mehr als 100. Zuständig für Beharrlichkeit und Optimismus am Bau ist Direktor Eberhard Burger. Fels in der Brandung des Bauens. Überzeugter Träger des Glaubens daran, dass diese Kirche einmal fertig werden wird. Wir fühlen uns von unten her gesehen schon kleiner werdend, weil das Gebäude wächst. Aber in Wirklichkeit haben wir erst diesen kleinen Teil hier unten erreicht. Diesen kleinen lila Teil. Alles andere ist noch vor uns. Das heißt also, wir müssen auf Zukunft orientieren. Wir haben noch sehr viel mehr vor uns als das, was wir bisher geschaffen haben. Wir haben dabei gelernt, wir haben uns zusammengefunden in fachlicher und auch menschlicher Hinsicht. Und ich hoffe, dass wir auf diese Art und Weise das noch viel Größere, das wir vor uns haben, auch weiter verfolgen werden. Die Frauenkirche George Bärs war genial. Allerdings war die 12.000 Tonnen schwere Steinkuppel ein Problem. Immer wieder riss sie und musste ausgebessert werden. Die Männer müssen heute also eine ganze Menge besser machen. Dafür verfügen sie über die technologischen Segnungen des 21. Jahrhunderts und eine Elite traditioneller Handwerkskunst. Doch eine Erfolgsgarantie ist das alles nicht. Baustellen wie diese stünden im Winter wochenlang still.
bedeutet Zeitverzug und Geldverlust. Was also tun? Ein Wetterschutzdach wäre gut. Eine Hülle noch besser. Doch müsste das alles mitwachsen. Bis jetzt hat es sowas noch nicht gegeben. Sie mussten es erfinden. Was sie nicht erfinden mussten, die eingeschworene Gemeinschaft der Bauleute. Von Anfang an gab es gemeinsame Feste wie die Weihnachtsfeier in der Unterkirche der Frauenkirche. Burger legt Wert darauf und sagt es seinen Leuten. Dies ist keine Baustelle wie andere. Es geht hier nicht um Massen, es geht hier nicht um Billigpreise, sondern es geht hier um ein Bauwerk, das in einer Qualität wieder entstehen soll, die es vorher nicht hatte. Die Spezialisten sind hier gefragt und nicht die, die von früh bis abends nur rackern, ohne aufzugucken. Hier muss mitgedacht werden und hier muss man sich mit der Arbeit identifizieren können. Das mitwachsende und mittlerweile höchstgelegene Toilettenhäuschen Dresdens markiert jetzt eine sensible Stelle der Frauenkirche, die Kuppel. Es gilt, eine Schwachstelle der ersten Frauenkirche auszumerzen. Sie müssen verhindern, dass die steinerne Kuppel immer wieder reißt, wie in der Vergangenheit. Bär hatte sogenannte Spannanker eingezogen. Seine Idee von 1700 und die Technik von 2000 lösen das Problem. Gigantische Stahlreifen sollen die Kuppel zusammenhalten. Mit unvorstellbarer Kraft werden sie die Steinmassen zusammenpressen. Schloss Moritzburg bei Dresden. Maler Wetzel hat einen Tipp bekommen. Giovanni Battista Grone, dessen Bilder Wetzel in der Kuppel der Frauenkirche rekonstruieren soll, hat wahrscheinlich einen Saal im Schloss Moritzburg ausgemalt. Ganz sicher waren sich die Tippgeber nicht, aber Wetzel hat Witterung aufgenommen. Da hast du es flach auf die Hand. Es ist nicht zu fassen. Hier. Genau das Gleiche. Haargenau. Na toll. Habe ich dich ertappt, Krone. Siehste. Bist eben auch einer, der gewusst wie seine Dinge runter schnorpselt. So. Na bitte, da haben wir es ja. Krone kommt aus Venedig und hat dort natürlich die Vorgänger alle aufs Feinste studiert und von der Pike auf gelernt, wie man Gewandfalten baut. Ist ja sehr unehrerbietig, ne, wenn ich so darüber spreche. Aber du liebe Zeit, die Künstler haben sich alle nicht mit Samthandschuhen angefasst. Es ist unglaublich, was hier für kleine Details sich immer wieder reinschmuggeln, die er fast deckungsgleich für die Frauenkirche genommen hat. Wetzel ist überzeugt, auf Spuren seines Vorgängers gestoßen zu sein. Diese Spuren werden ihn weit wegführen. Wetzel hofft darauf, in Venedig wenigstens die Vorbilder Grones studieren zu können. Jetzt schauen wir uns noch mal unsere schöne Frauenkirche an. Ja. Hier unser Haus. Also das sind unvergessene Bilder. Und jedes Mal muss ich sagen, kommt mir doch die Wehmut auf hier, wenn ich die Frauenkirche sehe. Wunderschön, wunderschön. Die Säulen, die waren in so einem grün marmorartigen. Jetzt ist es ja anders. Es ist gelb. Sie sagen, das Grün wäre auch nicht original gewesen. Ich kann es nicht beurteilen. Also mich hat das Grün sehr beeindruckt. Hier waren auch Logen drin und wir hatten eine extra Loge. Betstübchen. Naja, wir sagten Loge. Ihr sagt Loge? Ja. Nee, sagen wir mal Betstübchen. Ihre Betstübchen wird es wieder geben. Sie arbeiten mit Hochdruck daran. Der Innenausbau hat begonnen. Und damit eine ganz andere Sorte Sorgen. Jetzt geht es nicht mehr um Millimeter, sondern um Farbe. Nur es gibt heute keinen mehr, der die Frauenkirche so gesehen hätte, wie sie dereinst ausgemalt war. Reichlich Stoff zum Streiten über sogenannte Probeachsen und Farbproben. Doch die Botschaft, die nunmehr von der Frauenkirche ausgeht, ist eindeutig. Wir werden es schaffen. Wenn nicht irgendetwas Unvorhersehbares dazwischen kommt.
kam es aber. 2002 die Flut. Elbepegel stand über 9 Meter. Die dicke Madame hängt als Patientin an den Schläuchen des technischen Hilfswerkes. Eberhard Burger macht sich große Sorgen. Mehrfach täglich steigt er in die Unterkirche, wo gestern noch Gottesdienste stattfanden. Das Wasser steht über 1,50 Meter am Außenmauerwerk der Kirche. Heute pumpen hier Motoren Tag und Nacht gegen die Gefahr für das Bauwerk an. Wenn Sand hier rausgespült wurde, hieße das, dass er aus dem Baugrund kommt und dass dadurch dann Hohlräume entstehen und das kann eben zu Einbrüchen führen. Und wenn die Fundamente dieser Innenpfeiler unterspült würden, dann wäre das schon dieser Vierungspfeiler, dann wäre das eine schlimme Sache. Das Gebäude nimmt keinen größeren Schaden. Ihre Feuertaufe im Wasser hat die Kirche bestanden. Doch die Pechsträhne geht weiter. Im Jahr darauf, 2003, der Glockenguss. Was hier als kochendes Metall aus dem Ofen fließt, wird einmal die Stimme der Frauenkirche. Die Technik ist seit Jahrhunderten die gleiche, das Risiko ebenfalls. Erst nach Wochen, wenn die Glocken abgekühlt aus der Erde geborgen werden, wird man sehen, ob der Guss erfolgreich war. Glocken, sagt man, sind etwas zwischen Himmel und Erde. Sie rühren an die Seele. Eines der spannendsten und eines der feierlichsten Ereignisse in der Geschichte des Wiederaufbaus. Der Guss scheint geglückt. Die Glocken sind traumhaft schön. Und doch sind sie ein Fehlguss. Der Glockengießer traut seinen Ohren nicht, doch seine Instrumente bestätigen, es ist etwas geschehen, das es noch nie gab. Es kommt durchaus vor, dass mal eine Glocke nichts wird. Das kommt in jeder Glockengießerei vor und damit muss man leben. Allerdings haben wir nicht damit gerechnet, dass jetzt gleich 6 Glocken, wir kennen jetzt die Ursache, dass wir gleich 6 Glocken noch mal gießen müssen, das hatten wir noch nicht bisher. Die kunstvollen Verzierungen sind die Ursache für die Katastrophe. Sie bescheren der Glocke einen unruhigen Klang. Die Glockengießer kennen dieses Phänomen aus der Theorie. Bisher war es noch nie aufgetreten. Alle Glocken müssen noch einmal gegossen werden. Bei den Wurzeln. Der Malerdetektiv will hier das letzte Geheimnis der Frauenkirche lüften. Die Frage klären, wie Giovanni Grone die Kuppel der Dresdner Kirche ausgemalt haben könnte. Ja, hier ist Grone als kleiner Junge durchgegangen. Ja. Stell dir mal vor. Ja. Ja. Jetzt ist hier, hier um die Ecke rum durch den Park. Mhm. Hier hat er auf der Treppe gesessen. Liegt auf dieser Seite, ja. Hat er sicher nicht. Aber ein charmanter Gedanke, mit dem die beiden nach langer Reise gut einschlafen können. Hast du alles? Was heißt hier alles? Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Ich bin wie erschlagen. Ja. Ach, du fasst es nicht. Ja, geh vor. Geh vor, Benvenuto. Buonasera, signor. Wer gutes Licht zum Malen haben will, muss nicht nur in Venedig zeitig aufstehen. In Blickweite zu Maria della Salute finden wir unseren Maler bereits am frühen Morgen malend. Was sonst? Maria della Salute. Das ist jene Kirche, die schon den Sachsenkönig August den Starken stark beeindruckte auf seiner Kavaliersreise nach Italien. Wo Groni nach Dresden kam,
dann muss ihm die Welt ja so grau vorgekommen sein, ja? Ja. Wenn ja. du überlegst, dass er mit dieser Leichtigkeit und mit dieser Durchsichtigkeit der Farben, die er von der Freskomalerei Italiens kannte, in diese schwerblütige deutsche Malerei eintauchte. Maria della Salute, die Schwester der Dresdner Frauenkirche. Wetzel hat sich vor ihr auf die Stufen geworfen, weil er davon überzeugt ist, dass auch Krone hier gesessen hat. Er versucht, sich die Haltung der Figuren einzuprägen, sich ins Gedächtnis zu brennen, wie sie ihre Hände halten, ihre Füße. So, dass er es abrufbereit hat, wenn er in Dresden den ersten Strich malt. Die Ermittlungen in der Lagunenstadt gehen weiter. Die Dresdner Maler haben noch ein Ziel in Venedig. Santi Giovanni e Paolo auf dem Platz der Wunder. Diese Kirche dient 25 Dogen als Grabstätte. Sicher nicht ohne Grund. Für Kunstkenner ist sie ein Heiligtum. Vor allem auch wegen der Malerei in ihrem Inneren. Wenn Giovanni Battista Grone etwas von der venezianischen Art zu malen mit nach Dresden genommen hat, dann werden es Wetzel und Taubert hier finden. Der diensthabende Pater zeigt den beiden eine Deckenmalerei namens Die Verherrlichung des heiligen Dominikus. Genau danach haben sie gesucht. Für den Maler der Frauenkirche eine Offenbarung. Das ist der Schlüssel zu Krone, hier in Venedig. Denn er ist ganz kurz danach nach Dresden gekommen. Weißt du, wie wichtig das ist, dass wir das uns angesehen haben? Der Vorhang vor den Rätseln der Malerei in der alten Frauenkirche hat sich gehoben. Dieses venezianische Spiel der Farben und Formen ist es. Das wird ihre Pinsel beflügeln. Das wird Wetzel mit nach Dresden nehmen, so wie es damals der Maler Grone mitnahm über die Alpen nach Elbflorenz. Nach ihrem katastrophalen Fehlguss müssen sie diesmal gelingen, die Glocken der Frauenkirche. Undenkbar, dass es beim zweiten Versuch wieder schief geht. Erleichterung nach dem Abkühlen. Diesmal gelingen sie. Sie versprechen einen wundervollen Klang. Pfingsten 2003 kommen sie wohlbehalten in Dresden an. Die Dresdner haben an dieser Stelle ihrer Stadt schon viele emotionale Momente erlebt. Doch keiner war so aufwühlend wie dieser. Selbst harten Kerls wie Baudirektor Burger stehen Tränen in den Augen. Ja, man hat so ein bisschen Klaus aus Hals und es ist ja ein Werk, in dem viele mitgearbeitet haben, dass dieser Augenblick jetzt passieren kann, dass sie gerade da sind. Und nur einmal werden sie ihnen so nah sein können. Jetzt. Glocken zum Anfassen, bevor sie von den Glockentürmen der Frauenkirche zu hören sind. Wenn Sie gebürtiger Dresdner sind, dann fassen Sie das anders auf. Als jemand, der jetzt hier nur zuguckt, der vielleicht nie das Ganze erlebt hat. Ich bin tief bewegt. Ich hätte nicht gedacht, dass das für Dresden so wichtig ist. Aber ich spüre hier die Betroffenheit der Menschen und kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe noch selbst mit Ziegeln abgeputzt und hier Dreck geschaufelt. Und dann freut man sich besonders, wenn es eben wieder schön wird und lebenswert wird. Und vor allen Dingen, dass viele Leute herkommen, um daran teilzuhaben. Das ist auch wichtig. Ich habe Dresden brennen sehen. Und jetzt sehe ich dies. Man kann es kaum in Worte fassen. Die Dresdner nehmen regen Anteil an allem, was die Frauenkirche betrifft. Jedes Mal, wenn es was zu feiern gibt, kommen sie zu Tausenden. Mit den Glocken bekommt die Frauenkirche ihre Stimme wieder. Und die Stadt eine Stimme mehr. Im Krieg waren sie zum Entsetzen der Dresdner eingeschmolzen worden. Nun verkündet jede von ihnen eine besondere Botschaft. Und alle zusammen das Motto des Wiederaufbaus: Versöhnung leben. Ein großer
großer Augenblick im Stillen, das Versetzen des letzten Steines. Noch einmal sind sie unter sich, die wenigen, die noch hier arbeiten. Viele sind schon auf anderen Baustellen. Für die meisten war dies die Baustelle ihres Lebens. Höher kann kein Stein mehr. Und da ist man dann schon ein bisschen wehmütig, sagen wir so. Wenn dann etwas zu Ende ist, ist eben auch immer ein bisschen Wehmut dann mit dabei. Dass sich die Wege nun trennen, dass man andere Aufgaben wieder übernimmt. Und gerade für die Kirchenbauleute, möchte ich sagen, die hier 10 Jahre dabei waren, gibt es eben keine Nachfolgebaustelle. Sie müssen wieder zurück zur Bewährung, zum Beton, zur Schalung. Und das, was hier gelernt wurde, kann nun nicht mehr angewendet werden. Einen letzten oder einen Schlussstein zu setzen, ist sowieso was Besonderes. Und dann einen Schlussstein in der Kirche setzen zu dürfen, ist noch was Besonderes. Und dann aber den Schlussstein von der Dresdner Frauenkirche setzen zu dürfen, das ist der Gipfel. Die Turmhaube mit dem Kuppelkreuz wird aufgesetzt. Damit erhält Elbflorenz seine Stadtsilhouette zurück. Äußerlich vollendet sich ein Bauwerk, das vorwiegend aus Spenden finanziert wurde. Ein einmaliger Vorgang in Deutschland. Es gibt heute kaum noch einen, der bezweifeln würde, dass der Wiederaufbau dieser Kirche das Beste war, was Dresden nach dem Krieg widerfahren ist. Ich meine die neue Frauenkirche, ja, aber man hat eben sehr viel Erinnerung an diesen alten, ehrwürdigen Bau. Irgendwie, man ist ja hier überall gewesen. Hier an der Orgel hat mein Vater gespielt. Ja? Ja, da hat er immer gespielt und da war der ganz hin. Und ich stand dann so ganz andächtig daneben, habe das Notenblatt dann so umgeschlagen. Wenn der da spielte, also... Übrigens, wenn du sagst, du warst oben bei den... wenn die Posaunen geblasen haben. Mhm. Mein Vater hat ja mit im Posaunenchor geblasen. Ja, dann war der ja mit oben. Und er hat auch, wie die Mutter sagt, auch in, vor allem in den Mittwochsandachten, auch die Orgel gespielt hin und wieder. Wetzel und Taubert haben nun die Inspirationen aus Venedig in einen konkreten Plan verwandelt. Nun sind sie sicher, wie die Bilder Grones in der Kuppel ausgesehen haben und wieder aussehen werden. Es riecht nach Ei, Nelkenöl und Pigmenten auf dem Gerüst, hoch oben in der Kuppel der Frauenkirche. Wie alle anderen Gewerke an der Frauenkirche nutzen auch die Künstler traditionelle Techniken. Das Mischen der Farben ist das eine, Malen aber eine ganz andere Sache. Ruhe ist's, wonach sich der Künstler sehnt. Ruhe ist's, was er erst bekommen kann, wenn die Dresdner schlafen gehen. Dann beginnt der Arbeitstag des Malers. Es ist schon gut, dass sich das vorwiegend in den Nachtstunden vollzieht, wenn alle anderen im Bett sind. Irgendwo ist es doch eine heilige Handlung, die keine Störung verträgt. Dann laufen dort Dinge ab, die man nicht erklären kann, die aber einfach wichtig sind. Dann atmet die Kirche auf. Ich glaube, dann ist sie wieder ein Gotteshaus. Tagsüber ist sie Baustelle. Wie alles andere auch. Christoph Wetzels Bilder werden in der neuen Frauenkirche das erste sein, das der Besucher sieht, beim Blick nach oben. Denn nach oben werden sich alle Augen richten. Oben, da ist die berühmte Kuppel. Wetzel hat seine Arbeit geschafft, wie alle anderen ihre Arbeit geschafft haben. Die Frauenkirche ist fertig, nach 11 Jahren Bauzeit. Nun strömen die Menschen in eine Kirche, die für jeden etwas anderes ist. Für den einen ein Gotteshaus, für den anderen ein Mahnmal. Für alle aber ist es ein Wunder, sogar für den Baudirektor. Ich habe bei
diesem Wiederaufbau eigentlich die Erkenntnis gewonnen, dass es ein Wunder ist, dass diese Kirche Anfang des 18. Jahrhunderts gebaut worden ist, weil dort die Voraussetzungen natürlich wesentlich schlechter waren als heute. Als ein Wunder bezeichne ich in unserer Zeit die Finanzierung, die uns in einer Art und Weise gelungen ist, die wohl einmalig ist, über 100 Millionen Spenden für den Wiederaufbau einer Kirche, der zu Beginn umstritten war. Zwischen der Fertigstellung der Kirche und ihrer Übergabe an die Öffentlichkeit scheint für einen kurzen Augenblick die Zeit stehen geblieben. Nie wiederkehrende Tage, die Eberhard Burger ein wohlverdientes Privileg einräumen. Das ist ganz sicher so, dass ich manchmal in den Kirchraum gehe und mich einfach auf der zweiten Empore in die erste oder zweite Reihe setze und den Raum auf mich wirken lasse, weil das ein sehr schöner Platz ist, der keine Empore mehr über sich hat, zumindest nicht sichtbar. Und da kann man zur Ruhe kommen, da kann man in Ruhe meditieren, da kann man den Altar und die Geschichten, die in diesem Raum erzählt werden, auf sich wirken lassen. Und da kann man ruhig werden und nachdenken. Die Frauenkirche ist fertig. Die Dresdner werden auch künftig am 13. Februar der Zerstörung ihrer Stadt gedenken. Doch etwas wird ab jetzt anders sein, als es 60 Jahre lang war. Sie werden ihre Kerzen künftig wieder in ihrer Frauenkirche entzünden können. Die Frauenkirche ist ja die Seele von Dresden. Und jahrzehntelang war die Kuppel im Stadtbild verschwunden. Und dann, dank den Erbauern, ist sie wieder entstanden aus Ruinen. Und wir haben das nicht geglaubt, dass der Wunsch, dass da diese Kulturstätte wieder mal aufgebaut werden könnte, das war für uns so ein unerfüllbar erreichbarer Wunsch. Aber nun hat Dresden seine Krone wieder, die sie am 15. Februar verloren hat. Und wir Dresdner sind stolz, dass diese Frauenkirche in ihrer Ursprünglichkeit wieder entstanden ist, in ihrer weltweit unerreichbaren, einzigartigen Schönheit. Ein Symbol des Friedens, der Hoffnung und der Versöhnung. DVD mit vielen Beiträgen rund um die Frauenkirche ist ab Mitte November im Handel und im ZDF Online-Shop erhältlich. Du bist das Wunder von Deutschland. Also wie wär's, wenn du dich mal wieder selbst anfeuerst? Gib nicht nur auf der Autobahn Gas. Geh runter von der Bremse! Es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Deutschlandbahn. Frag dich nicht, was die anderen für dich tun. Du bist die anderen. Du bist Deutschland. Behandle dein Land doch einfach wie einen guten Freund. Meckere nicht über ihn, sondern biete ihm deine Hilfe an. Bring die beste Leistung, zu der du fähig bist. Und wenn du damit fertig bist, übertriff dich selbst. Du bist Deutschland. Milliardenlöcher im Haushalt. Der Staat.